Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, ich lebe immer im Advent, so haben wir am letzten Sonntag bedacht. Dieses Gedicht, das wir identifiziert haben als eine Stimme der Kirche, die von sich sagt, ich lebe immer im Advent. Was denn das konkret bedeutet, erfahren wir heute an einer Gestalt, die aus unserer adventlichen Stimmung, aus unserer Adventfeier nicht wegzudenken ist. Genauso wenig wie Maria. Es ist Johannes der Täufer. Auch ihm könnten wir das zuschreiben. Ich lebe immer im Advent. Denn Advent ist seine große Sendung, ist seine große Aufgabe. Ich möchte mit Ihnen heute ein wenig über diese Sendung nachdenken. Denn wenn wir heute die ersten Verse des Markus-Evangeliums hören, dieses Evangelium wird uns in großen Teilen in diesem Lesejahr begleiten, dann ist das ein starker Beginn, der uns etwas ausrichtet über das Wesen einer Sendung und damit auch nicht nur über die Johannes des Täufers, sondern auch über unsere Sendung als Kirche, wie auch über unsere einzelne Sendung, über unsere Berufung. Ich fand dazu sehr treffende Bemerkungen und sehr tiefe Gedanken bei Adrienne von Speyer, wenn sie zu dieser Stelle Folgendes schreibt. Die Sendung und ihre Durchführung erfüllen etwas Geweissagtes. Gott hat also einen bestimmten Menschen für eine bestimmte Sendung auserwählt. Und diese bestimmte Sendung ist geweissagt. Gott gibt also nicht plötzlich einen Auftrag, sondern er lässt ihn etwas erfüllen, das von weit vorher vorbereitet war. Das ist zunächst ein erster wichtiger Schritt, dass wir das annehmen können, auch für unsere eigene Sendung. Manchmal hat man den Eindruck, wenn wir über unsere eigene Sendung oder Berufung als Christin unserer Zeit nachdenken oder als Kirche insgesamt, dass wir an einem Punkt kommen müssen, wo es plötzlich Klick macht. Deshalb beschäftigen wir so viele Firmen und bezahlen sie ganz teuer, dass sie uns Ideen geben, wie wir dann jetzt endlich in der jetzigen Zeit richtig landen können, mit den richtigen Ideen. Und dann macht es Klick und da wird dann höherer Betrag überwiesen, dann haben wir eine Werbeidee und dann wissen wir, was unsere Sendung ist. Das ist nicht christliche Sendung. Christliche Sendung kommt immer von weit her. Sie ist nicht einfach neu, wie auch der Mensch heute nicht einfach neu ist, auch wenn wir in dem einen oder anderen Punkt vor neuen Herausforderungen stehen. Es ist immer noch der alte Adam und von mir aus auch die alte Eva. Und das ist manchmal ein wenig enttarnend. Okay. Das ist die alte Kamelle, das kennen wir schon. Da müssen wir auf die ersten Seiten der Bibel zurückblättern, um zu erfahren, wer wir selber sind. Denn alter Adam und alte Eva stecken in jedem und jeder von uns. Deshalb kommt Gottes Sendung und Berufung für die Kirche insgesamt wie für den Einzelnen, und wir erfahren es bei Johannes dem Täufer, von weit her. Und von Speyer sagt weiter, der Erwählte wird in die Sendung hineingeboren. Die Sendung war vor ihm da, in der Weissagung. Wenn Johannes auftritt, nimmt er einen Platz ein, der für ihn und einzig für ihn vorbestimmt war. Dieser Platz ist einem Hohlraum vergleichbar, den der Beauftragte genau auszufüllen hat. Dieses Wort, das eigentlich nicht bei Jesaja steht, sondern beim Propheten Maleachi, das hat Hieronymus schon scharfsinnig bemerkt, dass der Evangelist hier nicht ganz korrekt zitiert, aber man sitzt doch nicht wie wir praktisch an einem Tisch oder steht irgendwo und guckt in einem Buch nach, sondern er hätte in vielen Rollen nachrollen müssen, wo das Zitat herkommt. So zieht er zwei Zitate zusammen, Maleachi und Jesaja, weil er darin die Sendung und Berufung Johannes des Täufers sieht. Und wir können das weiter sagen, die Sendung und Berufung der Kirche besteht darin, genau diesen Hohlraum auszufüllen,
alles das, was in der Heiligen Schrift steht, von der Kirche, von dem, wie Jesus Kirche will, wie er sie sich bereitet, wie er von ihr denkt, wie die Apostel von ihr denken. Das ist jener Hohlraum, wenn man so will, den wir ausfüllen müssen. Wenn wir dann heute manchmal etwas nassforsch sagen, oh, der gefällt mir aber nicht, der Hohlraum. Ich will einen anderen haben. Ich möchte vielleicht einen schöneren, vielleicht einen attraktiveren. Das ist nicht die Frage. Es ist eine Frage des Gehorsams und eine Frage der Freiheit, ob wir dieser Sendung entsprechen. Johannes hat ihr entsprochen. Das sagt uns zumindest das Neue Testament, aber auch nicht einfach so. Wir erfahren auch im Evangelium, dass er seine Jünger zu Jesus schickt, als er schon in Haft ist, und fragen lässt, bist du, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist die Größe des Johannes, dass das in einer Sendung und Berufung in aller Freiheit Platz hat. Aber dennoch gehorsam zu sein, dieser Berufung zu entsprechen. Gott bereitet die Sendung und stellt den Menschen in die Freiheit, zu hören und anzunehmen oder nicht. Nach der Annahme gibt seine Gnade die Erfüllung. Der Auftrag liegt in der Vorbereitung eines Weges, nicht im Beschreiten oder im Ausgestalten dieses Weges. Vielleicht ist das auch ein Teil unserer Krise, dass wir immer meinen, wir müssten diesen Weg komplett bis zum Ende voraussehen. Wenn wir unsere Sendung und Berufung insgesamt als Kirche in unserer Zeit heute als eine wirklich adventliche betrachten, und das macht Johannes der Täufer als Einzelgestalt deutlich, wenn wir berufen sind, Christus die Wege zu bereiten, dann heißt das nicht, dass wir diesen Weg schon auslatschen müssen oder dass wir die übernächste Station schon kennen müssen. Es ist die Sache Christi. Unser Part wäre es, durch Umkehr, durch das Befolgen des Wortes und vielleicht erst einmal durch das Kennenlernen dieser Berufung, überhaupt in der Lage zu sein, diesen Weg zu bereiten, dass diese Botschaft nicht verstummt. Gott kommt in Christus in diese Welt, so wie sie jetzt ist. Nicht, wie wir sie gerne hätten und wie wir denken, dass es dann ideale Voraussetzungen gäbe. Wenn wir unserer adventlichen Berufung treu sein wollen, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir Maß nehmen an diesem Täufer in der Wüste. Da gibt es einige Stichworte, einiges zu entdecken. Der nächste Sonntag wird uns erneut helfen, diese Berufung zu vertiefen in der Gestalt des Täufers, dann im Zeugnis des Johannesevangeliums. Adventliche Berufung der Kirche, wie auch jede und jedes einzelnen Getauften, heißt Maß zu nehmen an ihm, der von weit her seine Sendung und Berufung hat und sie ausfüllen soll, in aller Freiheit. Damit auch wir sagen können, im Blick auf Christus, ich lebe immer im Advent.